Gut. Achso, ja, ich habe wieder vergessen, Ansage zu machen. Und damit willkommen zum nächsten Rennen. Rennen Nummer 14 in dieser Saison. Italien steht heute an. Naja, und mit mir dabei endlich mal wieder an Bord der Novien. Buonasera aus Italien, meine Freunde. Und heute sind wir das letzte Mal in Europa, bevor es dann nach Asien geht und natürlich noch kurz ein Abstecher in Nordamerika. Und dann war's Ja, das schon die Nordamerika, Saison. Südamerika und dann geht's zum letzten Saisonrennen nach Abu Dhabi. Genau, die Asien-Südamerika-Tour. Süd- und Nordamerika-Tour noch. Ja, Ja, und Abu Dhabi meine stand letzten paar jetzt. Rennen. Genau. Und ja, Kevin kann das euch mal ein bisschen erzählen. Ja, der Norwegen wird leider aus privaten Gründen seinen Abschied nach der Saison bekannt geben. Ich werde natürlich weitermachen, auch in einer etwas anderen Funktion. Ich habe ja gesagt, ich werde eine neue Liga übernehmen, die bis jetzt bis dato auch schon komplett präsentiert ist und alles drum und ich habe sämtliche fast alle Fahrer, also außer die oben sind, Nils, Tom, Kai etc., werden alle mit hochwechseln in der neue Liga und der Rest wird halt quasi komplett bei mir bleiben. Der Nobel wird nächste Saison nicht dabei sein. Ich werde auch nächste Saison nicht im Sauber fahren, sondern im Toro Rosso mit dem André, der heute leider nicht auf der Strecke ist. Nur, dass ihr da schon mal so ein bisschen Bescheid wisst. Gut, ich brauche zumindest mal ein Setup, falls du mal gerade eins griffbereit hast. Also ich habe Ich habe keins. sogar eins. Ich muss gerade selber einstellen. Okay, wäre gut. Aber ich mache das aber schnell. Das kann ich gerne einrichten. Ja, also wir sind hier im Königlichen Park in Monza. Das letzte Mal auch in dieser Variante, weil, wie gesagt, wir sehen das ja dann demnächst ja in einer bisschen schnelleren Vision. Und da freuen wir uns natürlich auch. Ja, was kann man zu der Strecke sagen? Es ist das Heimspiel der Ferrari-Jungs. Felix ist auch wieder da nach seinen zwei Rennen, die er gefehlt hat, die er im Urlaub war. Ah, ich habe wieder. Kannst du mir ein Setup geben, weil die Zeit läuft runter und ich will gerne auf die Strecke. Okay, Außerdem habe ich vergessen, schon wieder was 2-1. umzustellen. Aber ich habe schon wieder was vergessen umzustellen. Der Sound gelebt wieder mein Controller. Naja, egal. So, ja, zwei jetzt habe ich. 65, 65. Ja. 3,4, 4. 1,9, Ja. 0,12, Ja. 0,32, Ja. 11,1, 11,1, ja. nochmal 11,1, Ja. 5,4, 5,4, ja. 71,62. 23,8, 22,3. Hi, ja. Ballast 9. Moin. Und Benzin, das ist ziemlich egal. Gehe ich wieder ein bisschen Genau. drauf. Gut, dann ist es auch für nass, wenn es regnen sollte. Ich habe nämlich nicht auf die Wetter. Ich habe es auf Wetter nicht geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Ja, wie gesagt, meine letzten Rennen. Ich weiß noch nicht, wie es bei mir dann weitergeht. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, beim Saisonfinale werde ich definitiv nicht da sein. Das hat aber nicht wegen privatlichen Gründen zu tun, sondern da bin ich beim großen Preis von Belgien. Und das wird dann ein bisschen zu stressig und da werde ich nicht dabei sein. Ich und Kev gehen auch leider in unsere Abschlusstournee, aber wir werden Ich gehe garantiert trotzdem. nicht in Ich gehe garantiert nicht in Abschluss. Ich habe gesagt, ich mache weiter nach der Saison. Ich werde Ja, die in Saison unserer weiterfahren. gemeinsamen. Ja, du wirst zumindest in der Online-Liga vorerst deinen Abschied geben. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir sagt, wenn du sagst, in der übernächsten Saison aussieht. Kann ja sein, dass du in der übernächsten Saison weiter nochmal antrittst. Klar. Nächste Saison bist du nicht auf der Meldeliste, das ist klar, aber das ist dir ja auch angekündigt. Wenn, wärst du überhaupt ein Ersatzfahrer. Aber ja, mal gucken, was in der übernächsten Saison so ist. Aber es wird bei uns ja hoffentlich ein gemeinsames Projekt geben, nämlich die Koop-Saison. Das habe ich ja schon angekündigt. Hier werden wir dann ebenfalls im Toro Rosso fahren. Wenn du Bock hast auf dem Toro Rosso, weil ich fahre ja online. Wenn du sagst natürlich, du willst über ein anderes Team und wir fahren mit einem kleinen Team, da war ich auch mit, kein Problem. Ich würde das gerne auch selber abstimmen, liebe Leute, liebe Schreib Abonnenten einfach von die Kevs. Kommentare. Schreib lieber die Kommentare oder kann auch bei dir in die Kommentare schreiben. Bist du auch eigentlich im Aufnehmen gerade oder bist du sagst du eher, nee? Ich nehme eher das. Nee, lass es doch sein. Okay. Kleine Regeländerung noch vorab. Wir hatten das in der Einführungsrunde in Hockenheim schon gesehen, was das für ein Chaos gegeben hat. Das wird ab sofort sanktioniert mit einer Strafe. Ja, wie es Da war jetzt heißt, natürlich der es wird jetzt Liga-Admin auch. natürlich nicht begeistert. Es wird auch in der kommenden Saison anders sein. Beziehungsweise in dieser Saison schon anders sein. Wir werden wieder mit Einführungsrunde fahren, wie du jetzt gesagt hast. Im letzten Rennen, es gab eine Abstimmung, die ziemlich eindeutig war dafür. Sollte also mal jemand einen Fehler machen und dann so weit nach hinten zurückfallen oder alles, dann soll er einfach da bleiben und dann wird der Computer sortiert, das fällt ja sowieso dann später nach.
Also, wird dann halt ein bisschen die Strafe gucken, dass wir ein bisschen darauf achten. Also kontrolliert auch euch selber. Ansonsten gehen halt die Strafen, soweit wie wir mitbekommen. Ja. Ich kann natürlich auch nicht immer auf alles achten, nach so Nils, bleibst du auf der Seitenpiste. Ah, ich hab mich voll verbremst in der ersten Kurve. Ja, Monza eigentlich eine tolle Strecke. Absolut. Kita einfach mal schneller als. Ja, okay. Und das noch auf Soft. Da waren Nils und ich, glaube ich, beide gerade im Weg, weil ich wusste, da kam nicht von Williams vorbeigeflogen. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Dennis mit der besten Zeit. Ich war quasi mittig auf der Strecke und der Nils war auch noch weiter mittig auf der Strecke, aber ich glaube, es hat auch immer noch gut. Ja, ich habe einen Fehler in der ersten Kurve gemacht, deswegen ist die Runde auch so am Arsch. Ja, ganz wichtig, die erste Kurve, wenn man sich verbremst, einfach geradeaus und nicht durchschießen. Ja, ich. Die Admins ganz ungerne. Ja, Platz 7 momentan. 1,24,443, aber ich weiß selber über meine Fähigkeiten selber Bescheid. Ich habe nicht trainiert die Woche, gar nicht. Denkst du ich nicht? Denkst du ich? Nein, ich habe dazu. Sorry, das war meiner. Ich wollte. Scheiße, oh Mann, das war ich. Ich habe den Wagen hinter mir nicht gesehen. Hast du einen Bernhard? Ja, nee, ich habe nicht getroffen. Ich wollte an Nils vorbeigehen, um auf selber meine schnelle Runde kommen und eine freie Runde zu bekommen. Und habe den Wagen hinter mir nicht gesehen. Oh, why? Ja, das war meine. Ich fahre an die Box und spreche ab. Das macht mir so ungefähr keinen Sinn. Das war meine eigene Dummheit. Also, was ich sagen wollte, wenn ihr geradeaus fahren sollt, dann bitte ich einfach mal geradeaus die Strecke nicht zu so zu verlassen, dass es keinen Vorteil gibt. Weil Codemasters ist natürlich gerne mal bereit, auch euch eine Strafe zu geben, obwohl ihr eigentlich alles richtig gemacht habt. Ich kann davon ein kleines Liedchen davon singen. Ich sag nur F1 2013. Da war ja noch ein legendäres Duell, noch in der letzten Runde. Da gab es natürlich immer noch so legendäre Momente und ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch selber euch noch bewerben für Entwicklungsfahrer oder sonst irgendwas, könnt ihr euch gerne an Kev. Ja, das wäre momentan, aber wir haben zwei Entwicklungsfahrer Stand jetzt da. Viel ist es nicht, da wir nächste Saison mit zwei Fahrern weniger starten müssen, weil Menno ja raus ist. Bringt es nicht allzu viel, wenn sich allzu viele melden. Es macht sowieso gar keinen Sinn momentan, sich zu melden, weil wir haben so viele Anfragen noch von irgendwelchen anderen Leuten. Ich glaube, wir sind im Stand jetzt bei 42 Anfragen oder sowas. Also es macht sowieso keinen Sinn, sich gerade noch irgendwie zu bewerben. Sollte das irgendwie wieder sein, werde ich mich natürlich dann melden. Aber momentan bringt es einfach nicht. Wir haben so viele Anfragen, wir hätten so viele Plätze zu vergeben. Das würde zu... Nein. Die Chance ist sehr gering, dass sich so viele Leute abmelden. Übrigens haben wir auch heute einen Neuzugang, den wir auch in unserer Liga begrüßen. Das ist der Andi Schwarz. Der Andi ist aber schon länger dabei. Nicht mitbekommen. Der Andi war schon letzte Woche auch schon mit dabei. Ja, für mich aber das ist das erste Mal, dass ich ihn jetzt wieder sehe nach zwei Wochen. Ich kann sein, dass ich ihn gesehen habe, aber vorweg, wie gesagt, ein big sorry, aber wie gesagt, das ist für mich auch noch so eine Sache und ich freue mich zwar auf weitere Leute, aber wie gesagt, man muss halt schauen, wie es dann weitergeht und Kevin hat es schon gesagt, er wird dann weiterhin die Liga erhalten bleiben, auch als Ligaleiter. Das muss ich sagen, hat Kevin wirklich mehr als verdient. Da können gewisse andere Ligaleiter, ich sage jetzt mal bewusst keinen Namen, wirklich eine Scheibe von ihm abschneiden. Der macht sich wirklich die Augen. Nee, ach, fang jetzt gar nicht an, über irgendwie zu lästern, bitte. Nein, ich habe keinen Namen gesagt, aber er macht es schon sehr gut und ich freue mich, dass er das weiterhin ausführen kann und das freut mich sehr. Und 19 Leute, das ist schon mal ein super Starterfeld. Normalerweise war es gedacht, eigentlich ein volles Starterfeld, aber zwei haben sich kurzfristig noch abgemeldet. Der Mandy, der ja letzte Woche zwar sein Comeback gegeben hat, das habe ich bei dir gesehen in deinem Video. Ja, Andi hat, der Dings hat abgesagt, der Justin hat sehr kurzfristig gerade noch abgesagt, der André war eigentlich geplant gewesen, hat kurzfristig abgesagt. Ja, aber ist ja leider manchmal. Manchmal kommt das halt so dazu. Natürlich ist es wieder nervig, wenn wieder einer 5 Minuten vom Anfang des Rennens abgesagt hat. Aber, mein Gott, jetzt kannst du es eh nicht machen. Es ist eine Spaßliga, es geht halt. Irgendwann quasi. Heißt, ich muss natürlich ärgerlich, dass ich jetzt natürlich die Runde abbrechen musste. Hm,
aber ja. Nikita auf der 3, das ist schon stark. Ja, ich glaube, dass der sein nächstes Cockpit verdient hat. Der wird in der nächsten Saison. Und der wird nämlich nächste Saison zu Force India wechseln, an die Seite vom Markus. Also die statt jetzt stehen die Teamkollegen auf den Plätzen 3 und 4 für die neue Saison, wie gemerkt. Ach Moment, das war gar nicht der, war das nicht der Andi, das war der Dings. Das war der Bernhard, den ich abgeschossen habe. Das war nicht mein Andi. Das, also ich habe nicht abgeschossen, ich habe halt nur nicht geguckt. In den Rückspiegel geguckt, als ich rübergehen wollte. Oh, Jascha mit einer 1,23,4 mit Soft. Ja, das ist doch schon mal schneller als Kai. Also Jascha hat sich anscheinend nach sich sehr gesteigert. Ja, also die ersten 5 Leute, alle mit den gelben. Nils mit dem Supersoft nur auf der 6 und... Oh! Was ist mit dem Felix passiert? Keine Ahnung. Ich muss gerne gerade... Ausfallen. Keine Ahnung, ist Felix raus? Session verlassen. Ja, der kommt aber wieder rein. Hoffe ich mal. Ich hoffe es mal. Felix habe ich nachher. Ja, ich schicke gerade eine Sprachnachricht an Bernhard. Macht so keinen Sinn. Ich habe ihm jetzt geschrieben, er wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen böse aufregen, das ist klar, kann ich auch verstehen jetzt auch irgendwie mal. Wegen Felix jetzt oder was? Nee, wegen mir. Ach so. Ja, ich habe ihn da böse abgeschossen und das ist für mich, ja, das heißt böse abgeschossen, ich habe ihn eigentlich nicht abgeschossen, ich war halt nur, ich bin da drüber gezogen und habe ihn einfach schlichtweg nicht gesehen. Ja, das nächste Ligarennen ist dann in Singapur. Und übernächste Woche geht's nach Malaysia zum wahrscheinlich gemeinsamen letzten Rennen als Teamkollegen. Ich hoffe. Ja, ich bin eine Weile nicht da, 3 Wochen oder so sind es insgesamt. Und ja, dann ist es eigentlich auch schon Singapur. 1, 2, 3, ja doch, Brasilien könnten wir wieder fahren zusammen. Ich weiß ja nicht, wie es in Brasilien aussieht. Ja, ich muss mal schauen, wie es dann wird. Oh, er hat ziemlich deutlich, er hat gerade gesagt, ist okay. Passt schon, kann eh passieren, hat Deutschland auch blockiert, aber egal. Okay, den schon sehr nah angenommen. Oh. Diego auf 1, will ich noch sagen, kurz F. Okay. Ja, oh. Da kommt die Szene. Armin hat das Auto in der Schikane weggeschmissen, also Zufahrtssektor 1, Sektor 2. Also Felix ist da. Deswegen muss ich das mal. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich bleib jetzt in der Garage. Also Jack mit der besten Runde. Ach, das tut mir leid, Bernhard. Das tut mir echt leid, dass ich da. Der neue Teamkollege von Armin. Er hat ja den Felix in den letzten 2 Rennen sehr gut vertreten und ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich da, ja, es wäre machbar, vielleicht an Armin ranzukommen, zumindest hinter dir zu stehen, aber ich stehe auf Platz 18 und es ist einfach schlichtweg so. Jack wird wahrscheinlich jetzt nicht nochmal kassieren. Ja, du musst auch nochmal definitiv einen Zacken zulegen, zumindest am Ende der Saison, ne? Tom hat aber spät Platz gemacht, aber ein bisschen spät, aber alles noch im legalen Bereich. Also, ja. Diego, Andy, Dennis, Tom, Nikita als dicke Überraschung. Gut, Jack ist der 4, okay. Wow. Thomas, Markus, Nils auf der 9 nur. Super soft, auf den langsamen Reifen. Und Marcel auf der 10. Bin auf der 11 aktuell, Jascha auf der 12, 13 Kai, 14 Patrick, 15 du, 16 Armin, 17 Felix, meine Wenigkeit auf 18 und der Bernhard auf der 19. Du jetzt auch auf die 14.
Ich hatte aber auch zwei kleine Fehler gehabt. Zwei ganz große Fehler gehabt. Na gut, du musst jetzt, wenn du ein bisschen nachlegst, wenn du jetzt nochmal dich um eine gute halbe Sekunde verbesserst, kannst du nochmal einen Sprung zumindest Richtung Platz 10 oder 11 machen. Das Aber wäre ich sag mal zumindest so die. Platz. Ja, wie gesagt, du siehst, dass, wenn du Pech hast, Felix nicht fahren kann, du siehst, dass ich nicht durchfahren kann, und da siehst du, dass ein Dings noch einer raus ist. Das sind drei Leute, die nicht fahren in der Quali. Felix könnte eigentlich fahren. Wenn er das rechtzeitig das macht, dann muss er dann halt auf seinen Fahrer gehen. Auf den Lenkrad, dann könnte er noch eine Zeit fahren. Das habe ich auch so gemacht in China, aber das haben wir ja gesehen, was das geführt hat. Schaffe ich dann noch eine Runde? Ich glaube, ich schaffe das noch. Ja, doch, müsste gehen. Sagt der Sprit. Ich weiß nicht. Ich probiere es. Das ist jetzt von mir auch ein freiwilliger Verzicht. Also nicht, dass das heißt, ich bin die Strafe gerade schon wieder eingehandelt. Okay, Thomas sagt, ich soll rausfahren. Ich würde gern, aber nein. Ist jetzt eh fast zu spät. Nee, würdest du noch schaffen? Eine Runde auf jeden Fall. Ja, aber das ist jetzt unfair. Ich hab ihn ja eigentlich nicht, ich hab ja nicht berührt. Ich bin ja nur unnötig rübergezogen. Denn da schon wieder geguckt. Ja, komm, ich würde sagen, wenn keiner von den Offiziellen sagt, dass ich nicht starten soll, dann fahre ich jetzt die eine und versuche, zumindest einen Versuch noch raus. Ich habe ja nochmal nur. Egal, wie mies die Zeit wird, ich würde mich ja verbessern in meine Position. Vielleicht kriege ich noch zwei, da wäre ich 16. Diese erste Kurve, die ist ekelhaft. Ich muss echt aufpassen im Rennen. Ich habe keine Bremshilfe mehr drin. Das ist das Problem an der Sache. Ich deutlich früh, muss deutlich früher bremsen, sollte deutlich vorsichtiger bremsen jetzt. Felix mit der Softzeit 1:21:8. Felix knallt eine sofort. Das ist mal Schüssenbrett. Und jetzt fällt. Oh! Ja, jetzt fällt mal Jack aus. Oh. Obwohl die Lobby sollte heute gut sein, weil ich habe die das Spiel ja eh neu gestartet. Ich habe das Spiel kurz bevor ich die Lobby aufgemacht habe, nochmal neu gestartet. Diego auf 3, das ist stark. Das sind einige Überraschungen. Nikita hätte ich nicht gedacht, dass der auf 6 vorne steht. Felix. Nils nur auf 11. Felix hat die links was. Ja, das ist. Ich lasse sie kurz in Renault vorbei. Das So, ist eine Ansage. jetzt muss es passen. Ich fahre mit dir mal onboard mit. Ich befürchte, dass ich die erste Kurve verkacke. Die habe ich nämlich immer auch verkackt. Nee, das war perfekt. Gut. Ja, ich bin spät, sehr spät. Diesmal deutlich früher gebremst. Hat aber, glaube ich, auch keinen erwischt gerade. Aber das ist halt nicht mein Problem. Wenn der Renault jetzt langsam macht und auf die Seite fährt. Nee, der fährt auf den Ja, Stellen. der fährt auf den Stellen. Boah, aber Glück gehabt, dass ich die Kurve noch erwischt habe. Das müsste eigentlich Jascha sein. Nee, es ist Patrick. Patrick. Genau. Jascha fährt, weiß ich nicht, Nils wo der wird ist. Unzufrieden sein mit Platz 11, das wird er total. Definitiv wird der unzufrieden sein. Vor allem, weil der so in Form war, aber bei drei Rennen auch nicht mehr viel geholt hat. Also zumindest nichts mehr gewonnen hat. Der Tom war hatte ja das Rennen in Spa gewonnen, oder? Ups. Ja, ich habe einen Fehler angebaut. Aber ich glaube nicht, dass es. Ah, Jack ist wieder da. Okay, alles gut. Aber Felix nicht. Zumindest habe ich den jetzt gerade. Felix hat eine 1:21 gefahren. Ah, stimmt, ja, okay, stimmt.
Ja, sehr gut genommen. Sehr schön. Aber die Bestzeit wird definitiv nicht werden, das ist nee, klar. Nee, aber mindestens so Platz 17 müsste das eigentlich sein. Platz 17, ja. Ja. Armin gekassiert. So. Das war zumindest mal in Anführungszeichen das Ziel. Wir gehen gleich. Ich habe so mein persönliches kleines Ziel erreicht und das war mein Spezi Armin hinter mir zu lassen. Marcel auf 9. Hm. Wie wir gerade die Lobby ein bisschen, das Ding gerade ein bisschen hin und her spacken. Okay. Ja, bei mir, das ist normal. Der spackt zwischen Thomas, Marcel, Patrick und mir hin und her. Ja, so wie halt eine kleine Modenschau. Ja, das ist so. Ja, ah, da steht, da war ja mein neues Auto, das vom Thomas. Der Thomas war das Auto mal warm sitzen schon mal für die neue Saison. Aber es gibt ja nicht so ein neues Auto. Und ich habe den Toro Rosso ja auch ausgewählt, weil ich den Wagen einfach sowas von unheimlich sexy finde. Ich finde den so richtig geil. Dieses, Da bist du wuschig. Nein. Hallo, nein. Ehrlich, ich finde den Wagen an sich, ist einfach nice. Und Toro Rosso war mein absoluter Wunsch. Gut, es war, war ja halt die Überlegung mit dem Teamkollegen. Ich wäre gerne mit dir in die neue Saison gegangen, definitiv, auch in Toro Rosso. Dann war halt der eine Rücktritt irgendwann und dann war überlegen, wen nehme ich? Und dann habe ich ein paar Mal hin und her überlegt und die Wahl ist dann nochmal auf andere gefallen. Und der ist auch sowas von happy. Ich habe mit ihm tatsächlich kurz danach gesprochen. Und, Party, ne? Hm? Party? Nee, ich habe ihn per WhatsApp mit ihm gesprochen. Ah. Und, ja. Tom nur auf 8, Nils auf 10, das ist uff. Nikita nur auf 11 zurückgefallen jetzt. Ja, gehen wir auf die Aufstellung mal rein. Felix auf 1, Kellers auf 2, Diego auf 3, Thomas auf 4, stark, also beide Toros sehr stark. Dann der Schwarz auf der 5. Dennis auf der 6, Jack auf 7, das wird schwer. Tom auf 8, Marcel, Nils, Nikita. Herr Nils hat sich den Nikita noch gekrallt, um zumindest in die Top 10 reinzufahren. Ja. Ah, für Bernhard wird das jetzt eine ganz, ganz schwere. Ja, aber dem, selbst traue ich dem von hinten zu, dass der nach vorne geht. Mindestens Top 10 auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Also ich traue ihm alles zu. Bernhard ist ein starker Fahrer und wie gesagt, ich freue mich auch auf ihn in der nächsten Saison. Und er will auch bei uns unbedingt fahren, statt in der Liga 1, das ist klar. Fahrerisch gehört er für mich am Fall nach oben, aber er hat gesagt, er will bei uns fahren und ja. Gut, wir gucken mal, was man die Rennstrategie achtet. Ich kann ja meine Reifen eigentlich ein bisschen umbauen. Brauche ja nicht unbedingt. Ich würde persönlich mit Mediums anfangen. Mit Mediums anfangen? Mediums, ja. Was fährst du? Zwei Stopp. Medium Soft. Genau. Boxenstopp in Runde 7? Ja, nee, ich fahre mit Medium. Boxenstopp in Runde 7? Also später. Ja. Welche Runde machst du, damit ich anpassen kann? Danke. War in Runde 11. Die Runde 13 bis 15. Gut. Bitte fahrt erstmal nach und nach los. Nicht das. Da ist einer wieder, der ziemlich. Fahrt nach und nach los. Ist okay. Ja. Armin wollte wieder ein bisschen vorbei, aber es sind dahinter gesehen. Ist okay, es gibt keinen Frühstart bei einer Einführungsrunde. Wie gesagt, falls sie zurückfällt, bleibt auf der Position. Ist scheißegal, der Punkt ist sortiert. Ich achte da nicht auch ein bisschen drauf. Bitte achte du auch mal mit drauf, dass da jetzt nicht grob überholt wird. Ich sehe es ja. Wir stehen mal wieder direkt hintereinander. Ich dachte, Quali kriegst du nicht. Aber in der Quali, aber im Rennen hast du fast keine. Was ist passiert? Ich musste auf die Eisen, sonst hätte ich auf Kai aufgefahren. Ja, passt auf. Passt bitte auf. Es ist in der ersten Kurve. Ich hab die Bremse geschrieben. Hab ich gesehen. Es ist in der ersten Kurve vor allen Dingen sowas von wichtig. Früh. Ganz früh. Also nicht ganz früh, aber früh zu bremsen. Ja, heute noch ein Red Bull ist da mit Dennis. Ganz gut. Oh. Du, da qualmst aber gerade. Okay. Jetzt bleiben sie tatsächlich alle diszipliniert. Nach der kleinen Ansage, die ich da gegeben habe, bleiben sie wirklich alle diesmal diszipliniert. Naja, bis jetzt. Auf Kai. Du bist auf seiner Position, oder nicht? Nee, der ist jetzt in der Goodbox. Achso, Kai. Ah, okay. Ja. Ist er oben aufgefahren, oder was passiert? So wie ich das vermutet habe, ist er auf Jascha aufgefahren. Ist Jascha? Ja. Na gut, dann muss es halt leider so. Muss man nachher mal. Ja, sollte nicht dramatisch sein, ist ja mal so. Ist wahrscheinlich beim. Dass Jascha ein bisschen noch früher gebremst hat und. Ja, aber Jascha leckt aber übelst. Boah.
Ja, Nils hat gerade schon geschrieben, was von wegen Restart, falls die Lobby nicht passt, weil die Lobby passt. Dass diese Spacken eben kamen, war ein bisschen normal. Also normal. Ne, steht nur ein Auto da. Aber wie diszipliniert ist tatsächlich alle Fakten. Leute, es geht doch! Warum nicht immer so? Da muss ich mir aber auch ein bisschen ankreiden. Der Marcel hat mir dann eine Ansage auch geliefert. Also daher, alles gut. Da habe ich auch in den letzten Rennen ein bisschen nicht aufgepasst. Oh, Jascha, das war aber schon ganz gewagt. Ja, wie gesagt, Platz 15. Erwartungen sind nicht groß bei mir, aber ich versuche einfach... Ja, wichtig ist, dass man ins Ziel kommt. Oh! Yashita verabschiedet sich. Dann habe ich einen Platz. Wenn er jetzt nicht so schnell wieder reinkommt. Ich hoffe mal... Ich habe eine Trophäe erhalten. Okay, viel Glück. Ja, gleichfalls. Ich habe eine Trophäe gekriegt, bin eine geordnete Reihe, weil wir, glaube ich, nicht überholt haben in der Einführungsrunde. Und dann war das erste Rennen mit der Einführungsrunde noch. Oh, ich habe ein bisschen Start verpennt. Scheiße, ich habe die beiden... Oh, Williams waren in den letzten beiden... Ah, Jascha ist wieder da. Okay. Scheiße, ich habe den Start ein bisschen verpennt, ein bisschen zu langsam. Oh, Achtung. Ah, sieht's gut aus? Wie sieht's in der ersten Kurve aus? Sagt die erste Kurve? Bis jetzt, nein! Es gekracht zwischen Nils und Nikita, habe ich gesehen. Ja. Ich Nils Glas sagen, Platz oder Williams? Da stand ein Williams sagen, im Gras. Ja, Nils. Das ist Armin gewesen. Ist es Armin tatsächlich? Ja, weil Armin hinter mir war. Aber ich kann weiterfahren. Also stand jetzt in alle 18 noch drin. Oh nein. Oh Mann. Ach du. Komm vorbei. Scheiße. Was war denn passiert? Ich wollte versuchen, an Patrick vorbeizugehen. Ich habe viel zu spät gebremst. Viel zu spät, gebe ich auch offen zu. Dann bin ich offensichtlich auf Bernhards Frontnase gefahren. Aber Bernhard kann glücklicherweise weiterfahren. Ich habe nur gesehen, dass ihr beide da gestanden habt. Ich wollte innen vorbeigehen, weil ihr da beide irgendwann verkeilt wart. Oh! Ich halte dich auf dem Laufenden was vor. Felix sieht unglaublich weg. Boah, Armin, du bist aber böse am Lenken. Die ist gerade richtig am Lenk. Oh. Oh Gott, das fünf Problem ist ja. Autos kämpfen um Position 2. Oh, pass auf, Jungs. Diego gegen Shandy. Der hätte für dich nicht probieren können. Kai raus. Warum? Ich glaube, es war die erste Kurve. Ja, nee, vor der ersten Kurve. Vor der ersten Kurve, ich sehe es gerade, ja. Mann, das wäre jetzt ein Rennen für mich jetzt geworden. Blas, blaue Flaggen, wofür? Armin. VSC. Armin auf der 1? Hä? Armin fährt auf der 1? Wie bitte? Nein, ernsthaft, die Lobby kann nicht sein, dass die Lobby so die Lobby sich verbuggt. Also Armin fährt für mich nicht auf der 1. Sorry. Felix führt. Ja. Nee, ich habe Armin auf der 1. Krieg blaue Flaggen, weil ich ihn vorbeilassen muss. Und ja, die Lobby muss neu gestartet werden. Das ist dein Glück. Ja, darf nochmal das nächste. Oder ist Jascha raus? Ich weiß, Jascha hat die jetzt verlassen. Naja, nee, ist okay, es passt. Armin ist wieder auf der 15. Ich wollte gerade sagen. Ja, Felix hat. Ach, durch das VSC sind wir abgebremst worden. Ich stehe gerade in den Wunden, ich hole mir mein Auto so lange. Alles ist okay, es war keiner. Oh. Was? Ja, war er. Der hat wahrscheinlich den Crash hat er da an dem Frontflügel abgekriegt. Das ist vollkommen. Nein, ich will nicht. Wieso krieg ich denn blaue Flaggen? Na, ignoriere sie. Ja, verstehe ich nicht. Also, ich sollte schnell das. Also, Armin steht auf der 15. Ja, es ist keiner von den Spitzenfahrern. Armin steht auf 15. Ich gucke ja aber dann nach hinten. Fini hat sich fast verbremst. Ja, schon hast du da dabei. Oh, ich ahne schon, wird was passieren. Jetzt habe ich meine Nachricht. Oh, Nikita gegen die. Ich sag dir, wie es ausgeht. Ich habe Fehler eingebaut, Armin ist vorbei. Es fährt auch. Nee. Ich habe in der ersten Kurve den scheiß Fehler eingebaut. Ich bin viel zu spät gebremst. Aber alles gut. Das wäre jetzt ein Rennen für mich jetzt geworden. Durchaus. Oh, nein! Ah. Das war,
Also aus meiner Sicht würde ich sagen, alles gefallen. Was, wo? Zwischen Familie und Armin. Schikane. Ich bin auf die PS-Taste gekommen gerade. Das Spiel hat sich geschlossen. Also nicht geschlossen, sondern das Spiel, ich bin im PS-Menü reingekommen, deswegen der Unfall. Ich war nämlich am Überholen, ich wollte mich eben vorbei gerade gehen. Da hat es auch einen Teil gegeben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann nichts dafür, quasi. Also Felix führt. Andi auf der 2, genau. Diego auf der 3. Doch, Diego ist Evolution, ne? Ja. Also theoretisch wären Punkte drin, wenn das nachdem das drin noch läuft. Dennis vorbei an Markus. Einzig von India Pilot noch. Oh Mann. Patrick auf der 11 übrigens. Ja, es sind zwei Autos in der Box. Der Nils? Es sind zwei Autos in der Box. Nils ist 15. Nils fährt ein Rennen zu vergessen. Definitiv. Moment, stand jetzt fährt er ein Rennen zu vergessen. Der holt sich jetzt Mediums und das könnte wichtig sein gegen Bernhard. Aber nicht, dass er schafft. Nein. Bernhard ist vorbei. Und du weißt selber, Bernhard zu überholen. Bernhard, also auch, Bernhard ist auch dahinter. Vin ist da hinter mir. Der Bernhard ist hinter mir. Und den Nils. Oder was? Ja, der Kellers war auch gerade drin. Der eigentliche Führende wäre jetzt ganz klar Felix. Dann kommt der der Schwarz. Marcel, Diego. Ich komme mit den Mediums überhaupt nicht zurecht. Nee? Nee. Ich krieg die Mediums nicht auf die Temperatur, die ich haben will. Deswegen gehe ich jetzt in die Box. Macht für mich keinen Sinn. Ich fahre auf Supersoft. Es macht null Sinn, gerade irgendwie was weiter zu versuchen. Ich krieg die Mediums brauchen sie. Ich ahne schon was. Guck was. Thomas geht rein. Und Diego geht auch rein. Es ist ein Kampf auf Position 3. Nee, ich krieg die Mediums überhaupt nicht auf. Ich versuche zu kämpfen mit dem Auto momentan. Ich würde noch drin bleiben, weil jetzt... Es bringt ja nichts, was soll ich machen? Ich verliere so viel Zeit auf dem Armin. Wenn ich jetzt den Supersoft habe und angreifen kann, kann ich wahrscheinlich bei Seinstorm vielleicht weitermachen. Das macht für mich jetzt keinen Sinn, weiter zu bleiben. Ich verliere so viel Zeit hinter mir. Armin auf der 10. Könnte er nicht... Ja, weil die alle reingehen. Es gehen jetzt alle rein. Ja, das macht ja, ich bin ja jetzt auch in der Box. Nicht mehr. Das könnte ein Rennen der Überraschung werden. So, runter mit den scheiß Mediums, also, rauf ins Supersoft. Ich tippe mal, bei Felix ist es sicher, dass er auf einen Stopp geht. Keine Ahnung. Traue ich das auf jeden Fall zu, der ist auch mit bei Geld. Nils, ich glaube, Nils wird am Ende auf Supersoft gehen, der ist zu früh drin. Oh! Achso, nee, okay, alles klar, der war schon raus. Nee, ja, schau mal, drin. Nils hat jetzt einen dicken Hals. Ja, wenn der so wirklich... Ja, natürlich, klar. Für ihn ist das definitiv das. Für ihn ist es. Alles der schlechtere Rennen, wo ich jetzt so ehrlich bin. Ja, Markus hat er immerhin, aber es ist ein schwacher Trost. Und für die WM, ne? Für die WM ist das ein Schlag in die Fresse. Aber gut, er hat seinen Vorsprung, hat einen riesen Vorsprung. 30 Punkte oder 40 Punkte sind das, glaube ich. Ja, weil Lula jetzt in der Phase darf er sich nicht leisten. Nee, klar. Aber wie viel ist Felix? Felix führt, dann ist der Felix wahrscheinlich am Tom vorbei, weil der Tom ist mittlerweile auch in der Felix in der WM-Tabelle vorbei. Ich glaube, sie sind 3-4 Punkte weg oder so. Tom ist Zweiter, die haben also Doppelführung gerade von Mercedes in der WM-Tabelle. Ich glaube, es ist jetzt gerade noch nicht auswendig, aber ihr könnt ja auf der Webseite gucken, die ich natürlich versuche, wenn ich dran denken kann, unter dem Video zu verlinken. Wo ist der Tom? Schaltest du eigentlich selber oder fährst du automatisch Schaltung? Automatisch. Tom ist nur auf der 4. Das würde heißen, Felix hat 4. Felix macht einen Riesensprung, der wahrscheinlich am Tom vorbei. Der hätte 9 vor Tom. Nach jetzigem Stand, natürlich. Aber Kai hat uns was angekündigt. Er hat gesagt, ich komme bestimmt wieder mit dem Frontschaden weiter. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Jetzt muss ich mit Markus erstmal versuchen. Ja, Kai ist ja schon raus. Ja, Kai ist raus, ja. Leider. Also. Pili traue ich durchaus auf einen Stopp zu. Ganz klar, wir wissen, ich weiß, wie gut er fahren kann, da muss ich nicht viel erzählen. Achso, du schaltest ja eh nur durch, ne? Bist ja raus, leider. Genau. Oh, es ist so ärgerlich für dich. Und für uns, fürs Team natürlich, klar. Weil ich werde garantiert keine Punkte holen, also nicht viele, wahrscheinlich, wenn nicht viele. Ah, wie auf der 10, Respekt. Ja. Aber der Keller wird ihn schnappen.
Wenn Armin, wenn ich ehrlich bin, Armin Punkte holt, wäre das für mich, wenn er 9. wäre, wäre ich weg. Dann wäre er vorbei mir an mir in der Tabelle. Deswegen wäre es eigentlich wichtig gewesen, in der Hand zu bleiben. Oh, das könnte. Oh, bitte nicht Armin. Boah! Armin, das war aber ziemlich viel Edge rüber zu ziehen. Boah! Mach bitte keinen Scheiß, Armin. Und versuch dich nicht zu wehren, wenn es geht. Ne, macht er auch nicht. Er darf schon wehren, er sollte sich nur im Rahmen wehren. Oh! Was passiert? Was passiert? Was passiert? Hallo, Armin verlässt die Strecke. Armin, ich. Ja, er macht das richtig. Na, warte. Hat sich in der ersten Kurve verbremst, ne? Nee, Vorteil verschafft. Hat ihn aber wieder ziehen gelassen. Ja, das ist super. Jetzt ist aber Bernhard direkt dran. Das österreichische Paket. An das. Ja, deutsch-österreichische Paket. Ich glaube. Armin, ich glaube, in deiner Stelle würde ich Bernhard sofort vorbei lassen. Ich habe so Angst gerade gehabt, das Auto sieht, dass ich das Auto auf die ganz auf die Seite lege. Ich bin in den ersten Kurven sehr eng in die ersten Kurven gefahren. Das Auto stand auf 2 Reifen. Ich weiß nicht, ob das schon passiert, ob das geht überhaupt, ob man das Auto so auf die Seite legen kann. Der gute Herger ist auf der 6 übrigens. Ja, wie gesagt, ich habe dem eine Ansage und gemacht. Frontflügel! Wo? Bei wem? Bei Pili komplett kaputt. Ach, schade. Komplett. Nee, beim Nani habe ich. Der ist auf Nikita aufgefallen. Beim Hergas habe ich geschrieben, ich habe dem die Riesenchance in der nächsten Saison im Haas gegeben, also wird zu Haas gehen. Habe ihm gesagt, der muss sich definitiv steigern und scheint wohl diese Worte. Oh nein! Was ist? Jetzt muss Pili warten. Ah, nee, passt schon. Alles gut. Oh, weil Felix war in der Box. Der neue Führende ist. Ne, Felix hat die Flugkarte war. Der. Jetzt ist der Hergas auf der 4. Pass mal auf. Ich hab dem gesagt, um meine Gedanken mal kurz zu Ende zu führen. Ich hab ihn ja mit ihm gesprochen gehabt, bezüglich auch der nächsten Saison und alles nochmal. Er wird ja nach Haas gehen. Oder in den Haas wechseln. Und. Ja, mein Ingenieur quatscht mich gerade wieder ein bisschen zu. Pili vor mir direkt. Und habe ihm gesagt, er muss sich auf jeden Fall in der neuen Saison ordentlich steigern und scheint wohl schon in die Saison anzufangen. Also scheint wohl der Start jetzt der richtige Weg zu sein, wenn er das Rennen, wenn er das so zu Ende fährt, dass der Wechsel genau richtig ist. Das Haas sich da auf jemanden freuen kann. Mhm. Will er das neue Duo mit einem neuen Fahrer bilden? Felix in der Box? Ah. Sehr früh. Sehr früh. Er holt sich Medium, schneller Stopp. Oh, das könnte. Oh, das so am Essen nebenbei gerade kann das sein. Entschuldigung, Herr. Alles gut, mein Gott, nur die Essgeräusche ein bisschen runterdrehen. Also, das muss nicht sein. Also ich höre alle, ich krieg alles ins Video rein. Ich krieg so alles rausgeschnitten. Das war wichtig, dass Felix vor Nikita rausgekommen ist, weil Nikita ist auf Medium. Tom führt. Der war aber noch nicht drin. Okay. Der eigentliche Führende wäre jetzt Felix. Diego wird auch einen dicken Hals haben jetzt gerade. Ich weiß halt nicht, wie der Abstand zu Armin ist. Das ist das Problem an der Sache. Ja, wäre gut zu wissen, weil ich weiß nicht, ob der nicht schon in der Box war. War der schon in der Box überhaupt? Nein. Okay. 21 Sekunden, also. Meinst du, das reicht? Wird eng. Sehr eng. Wir wissen nicht, wie lange Armin noch mit den Reifen bleibt. Der ist hinter Nils. Oh, Nils wird jetzt mit Grand Verderb vorbeigehen an Armin. Ich hoffe mal, Armin macht jetzt nichts über. Und. Okay. Wollte ich gerade sagen. Macht er ja, den Nils. Gerade wenn der Nils sauer ist, wird der Armin nichts mehr. Wird Armin nicht, oder nicht viel, viel halten können. Und Nils muss versuchen, dass er nochmal was nachlegt. Tom geht rein. Nur eine Runde später. Der holt sich jetzt auch mit, Jungs. Das könnte interessant werden. Wo kommt er? Ja, okay, Felix ist durch. Nikita auch. Diego auch. Und wo ist der? Oh! Okay. Thomas hat Patrick überholt, aber Patrick ist ja noch auf den angefahrenen. Warum soll ich diese Runde reinkommen, lieber Boxeningenieur? Softreifen kann doch nicht nur 6-7 Runden halten, das ist doch nicht normal. Das ist leider so, das ist so. Ich habe
selbst. Ich kenne das, ich habe das selber hier im Monster gefahren. In der anderen Liga, ich weiß das. Meinst du, ich kann noch eine Runde fahren? Was sagt dein Reifenstatus? 62,46 vorne. 62 vorne links. Kannst noch eine Runde. Kannst noch zwei, wenn sie das halten. Oh, die Zelda war richtig am Limit, du. Boah. Das ist nicht schön, ja. Der Bernhard direkt vor mir jetzt. Also nicht direkt, aber er ist vor mir. Nikita muss ich erstmal auch ein dickes Kompliment machen. Position 2. Der ist von der Spitzenduo ja der einzige auf Mediums gewesen. Also, ich bin mal, ich denke mal, bei Nikita könnte ich mir durchaus auch einen Einstopp vorstellen. Jetzt bist du. Oh! Grün. Armin hat einen Platten! Vorne links! Ich sehe es gerade, weil ich grün kriege. Also jetzt gelb, er ist langsam. Oh, das könnte können. Wenn ich an ihm vorbeigehen kann, vor der Box noch, dann wäre das vom Vorteil. Kannst du den Boxenstopp jetzt machen? Ja, werde ich jetzt auch machen. Ich will auf Supersoft nochmal wechseln. Oh, jetzt hoffst du es eigentlich noch. Ich würde auf Soft gehen, weil wenn du jetzt nochmal den falschen Reifen setzt, bekommst du einen Kollegen. Nee. Wenn er auch den falschen Reifen setzt, bekommst du. Ich bin vorbei an ihm. Für mich ist das in der WM-Fertigung vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Markus drin. Es gibt leichter Regen. Oh, das könnte für Nikita. Leichter Regen. Ah, das hilft Nikita jetzt. Das hilft jetzt Nikita und auch Armin. Aber der muss jetzt sowieso erstmal aufs Switch gehen. Ja, jetzt ist super, Switch wechseln. Ich gehe mich auf die doch auf die Soft. Dann habe ich mich die Materie. Jetzt habe ich auch die Trophäe gekriegt, weil ich alle drei Reifen schon hatte. Bin im Medium gestartet, super Soft und jetzt auf Soft. Ja, du bist deutlich vor Armin. Ja, ja, ich war ja schon vorbei im relativ schnell. Das ist ja sehr wichtig, dass ich dann. Phoenix hat jetzt natürlich. Warte mal, ich schau mal, was Nikita macht. Ich halte das mal bei Nikita im Auge. Wenn es jetzt regnet, hat Nikita einen Big Point. Er fährt ein starkes Rennen, muss ich jetzt sagen. Ich hoffe, dass er. Ich würde es ihm jetzt wünschen oder ihm auch gönnen, dass er jetzt durchfährt. Also, dass er das Niveau jetzt hält und dass er da echt seine Punkte macht. Das ist jetzt mies gelaufen. Was denn? Der Armin ist genau zwischen. Oh, der deckt aber ordentlich. Ja, ja. Das ist mir mal gefahren, aber ich kann jetzt wieder wegziehen von ihm. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, er macht jetzt Platz. Ich denke, das wird der. Oh, der hängt ja echt da hinten drin irgendwo. Ja, er fährt schon rechts daneben schon. Ja, passt. Passt. Gut. Felix kann es kontrollieren. Ja, Felix muss jetzt nicht hart pushen. Nikita hat ja angefahren, ne? Okay. Ich würde es natürlich für Nikita wünschen, wenn er das schaffen sollte. Man muss sich mal vorstellen, der ist. Wann ist er gekommen? Österreich, glaube ich, ne? Früher schon. Ich weiß nicht genau, wann ich ihn verwüstet habe. Aber ist gut, ist ein sehr sympathischer Fahrer und. Kerl auch. Ja, definitiv. Ihr seid auch seine Meinung, wenn du es machst. Nee, der merkt auch, dass der mega happy ist, dass er fahren darf in der Saison. Dass er jetzt die Chance bekommt im nächsten Auto. In der nächsten Saison mit dem Dings. Und ich denke, mit Markus kriegt er das auch jetzt nicht bekannt. Da ist einer gerade ausgefahren, wo wir gerade bei Markus sind. Der war es nämlich. Oh, aber ordentlich gerade auch. Markus ist ganz durchgezogen. Ich hab ihn das suggestiert auch. Hat nächsten Fehler eingebaut. Ja, Nikita ist in der Box. Okay. Das ist okay, das ist planmäßig. Das kann man machen. Na, so viel zum Thema, ich fahr gerade auch. Ich fahr auch gerade auch. Ganz wichtig, dass er vor Thomas rausgekommen ist. Thomas geht jetzt auf Mediums. Also, ich guck mal. Also, ja genau. Kita und Markus waren die einzigen, die noch gar nicht drin gewesen waren. Von der Spitze. Ja, Markus hat auch. Markus hat auch ziemlich kalte Reifen. Kita hat es geschafft, vor Pili zu bleiben. Das ist stark. Das ist sehr stark. Patrick ist nochmal in die Box gefahren. Ich hoffe, Markus macht unüberlegtes. Na, ich hoffe es auch, weil er an mir dran ist. Aber ich komme immer wieder ein bisschen weg. Also der sauber ist schneller als der Fossini auf der Geraden hier. Armin gerade out. Ja, okay. Er versucht Platz zu machen. Okay, gut. Ja, dann geht's. Wenn er da, kann er die eine Szene sieht. Da ist was.
Ich hoffe, er macht jetzt nichts Unüberlegtes und zieht nach innen rein. Nee, macht er nicht. Sehr gut. Markus, probierst du nicht auf dieser Position? Macht keinen Sinn. Ich Angst, nee, ich habe Angst, dass er beim Überholen rechts quasi mir die Karre wegrollt, wenn er sich dann wieder verbremst. Und ich will das gerne rein. Dann lasse ich ihn lieber ziehen, bevor ich ausscheide. Mein 14. Platz. Oh. Ist irgendwo so momentan Standard bei mir. Oh! Das sind jetzt Tom und Catterson drin. Ja, jetzt habe ich verloren gegen Markus. Jetzt habe ich aber einen Fehler eingebaut. Bin ich mal gespannt. Tom holt sich noch. Warum holt sich Tom noch mal mit? Ach so, Tom hat sich was beschädigt am Auto. Ach komm. Viel, das geht schnell. Och, sind viele. Tom muss noch warten. Oh wei. Ist Nils auch drin oder was? Nee, der musste auf Ketters warten und der. Wow, das ist ja, beim. Ärgerlich. Sehr ja. Ärgerlich. Ja und du sprichst Nils an, der ist Vierter. Der ja. Muss aber noch mal reinkommen. Der ist zu früh reingekommen. Der war sehr früh drin. Der war schon Runde 3 gekommen. Das ist viel zu früh und ich glaube nicht, dass er mit dem Video okay. fährt. Diego auf der 2. Will ich nur mal sagen. Ja, Diego, der setzt auch nochmal ein Zeichen. Der wechselt auch in die Saison. Der wird auch nächste Saison nicht mehr bei mir fahren. Diego geht ja zur Liga 1. Genau, Diego geht zur Liga 1. Der Tom geht zur Liga 1. Der Nils natürlich, klar. Dennis. Dennis. Kai. Marcel? Bevor ich jetzt wieder. Ich glaube, ich krieg die Namen jetzt nicht zusammen. Warte mal kurz. Diego geht in die Box. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sich jetzt für Reifen holt. Er holt sich. Was? Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gemacht an Diego-Stelle. Nochmal Videos zu holen, aber gut. Wird er sich selber wohl was dabei gedacht haben? Felix führt. Ich hätte eher gedacht, er Felix geht. Felix geht hoch, Billy geht hoch, klar. Dann sind wir, ich weiß nicht, sind die ruhig 8 oder 9, die mit zum Nils hochgehen. Also, ich habe mit Kai geschrieben darüber und ich freue mich. Boah, Nils fährt aber übers Limit hinaus. Also, ich glaube. Nils ist sauer, der ist richtig sauer. Lass ihn einfach. Der pusht. Der braucht das gerade für sein Ego jetzt in dem Moment. Mal gucken, was er raushält. Wenn Nils viel Pech hat, fällt er außerhalb der Punkte raus. Ganz, wenn er ganz viel Pech hat. Das wäre natürlich übel. Für mich ist das eigentlich sehr wichtig. Ich bin zwar 15 da und wurde keine Punkte holen, natürlich, klar, aber dass ich einen Armin noch hinter mir halten kann. Ja, das geht mir nicht mit angekommen. Es geht mir darum, dass ich den Armin packe bezüglich der WM-Wertung. Es sind ein Punkt, er hat 12, ich habe 13. Ein super schönes Liederrennen hier in Italien mit vielen schönen Überholfights. Ja. Nils geht rein. Bin ich mal gespannt. Was holt er sich jetzt für Reif? Ich glaube, er wird jetzt aufs Rost gehen. Puh, Glück hat. Ich wollte die Boxenstrategie gerade ändern und bin fast in die Wand geklatscht. Nils alles. Holt sich super soft. Okay. Das könnte. Oh, das könnte jetzt gegen Ketters eng werden. Beschleunigungsduell. Das könnte eng werden. Das könnte. Ah! Nee, okay, das passt. Noch deutlich. Nils bleibt aber vor Tom. Sehr wichtig. Also, ist sehr wichtig. Dass... Aber Nils wird, glaube ich, nochmal reinkommen müssen. 5 Minuten gibt's Regen. Ja. Oh, da ist jetzt eine Karawane. Jetzt geht's rein. Wenn sie jetzt alle reingehen, ist es zu früh. Der richtige Profiteur ist an der Geschichte, muss ich sagen, Dennis. Der profitiert jetzt elementar, weil er jetzt noch auf Videos ist. Genauso wie der Andi. Kita sowieso auch noch. Also 3-4 Runden noch Regen, dann passt das auch, dann kann ich auf die Inter gehen, sobald es halt geht, weil die Soft sollten noch passen. Ja, das könnte eine Chance gehen. Also was heißt eine Chance? Pass auf, warte. Ich will dich nicht unterbrechen, aber Diego, Pili, Marcel 5, 6, 7, dann Thomas und Bernhard 5 bis 9. Wobei, okay, da ist der, wie heißt Andi in der Box, auf 3 in der Box gewesen.
von Position 3 in die Box. Armin, was ist da passiert? Hat das Auto wahrscheinlich weggeschmissen in irgendeiner Ecke. Guck mal. Weil es war ein Aufgeben. Vor mir. Safety Car. Ja, das ist natürlich jetzt. Boah, der war ja mega weit zurückgefallen. Ich hab den ja fast überrundet. VSC, das heißt. Ich hätte den ja mega fast. Ich hätte den ja fast überrundet, so weit war der zurück. Also der Abstand wäre ja mega. Der Vorstellabstand wäre ja. Boah, krasse. Ich dachte, der wäre nur ein paar Sekunden hinter mir. Ja, Felix. Schade, Fahren. Aber Armin ist eingeschlagen in die Box. Nee. Armin ist eingeschlagen. Quatsch, Armin ist eingeschlagen. Ich hab einmal gesagt, dass einer der Box hat. Armin ist eingeschlagen in die Mauer. So, das ist richtig. Ja, Zufall lässt nur zwei. So. Die Abstände werden eingefroren. Nikita auf der 3. Diego, bitte nicht zu viel Gas geben, bitte. Das ist ein VSC, also. Bisschen zügeln, das Tempo. Ende ist jetzt eh. Und es fängt an zu regnen, ich sehe Regentropfen schon. Ganz leichte. Naja, wer jetzt in die Box geht, hat einen Fehler gemacht. Also, wer jetzt gerade noch so drin war, muss man so. Die letzten ein, zwei Runden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr ärgerlich, weil sie hatte wieder einen Stopp. Und damit haben wir das mit dem Einstopp auch durch. Damit ist das Thema erledigt. Oh, der Ketters mit einem Fehler. Kann sich aber noch auf der Strecke halten. Da vor mir ist noch einer. Der dürfte der Markus sein. Bei der blauen Flagge und so. Oh, das ist. 8,8. Oh, Patrick schon auf Intas. Patrick fährt auf Intas jetzt schon? Das die Strecke ist noch knalletrocken. Der ist mir nur am Rutschen. Das hat der Josef aber auch schon geschafft in einem Rennen. Ich weiß gar nicht, in Großbritannien war das. Da ist der, statt auf Intas zu wechseln, ist er Full Red gegangen. Das ist viel zu früh. Selbst wenn es jetzt regnet. Wenn es jetzt natürlich geregnet hätte, wäre es jetzt natürlich. Nee, er war schon selber. Ja. Das macht jetzt keinen Sinn. Guck mal, der ist nur am Rutschen. Schade. Guck dir mal, wenn man mal mir mal drauf guckt, guck mal, wie der nur am Rutschen ist. Ja, da drüben, drüben. Ach, schade. Der ist nur am Rutschen, der hat gar keine Chance bei der Strecke, allerdings. Ich baue jetzt ein bisschen auf Markus, versuche, komme ich wieder ein ganz kleines Stückchen an Markus ran. Das sind nur 8,8 Sekunden. Aber auf Dauer keine Chance. Ah, oh, ist das ärgerlich. Da war wahrscheinlich seine Intas eingestellt und ist dann in die Box, musste ja, dann ja, in die Box hinfügen. Nee, oder? Och nein! Oh nein, Patrick, das tut mir so leid. Für Penalty, Durchfahrtsstrafe. Ja, da ist zu schnell, voll. Ist zu schnell. Das ist ein Rennen zu vergessen. Ja, schade. Ja, hat einige gute Admons, guten ersten Eindruck gehabt. Es sind immer so noch 8 Runden. Ich glaube es. Nee, jetzt. Wenn das Wetter so bleibt, das ist natürlich top. Also wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen. Nils wieder stellt so Runde, sagt er, der ist sauer. Wenn der sauer ist und provoziert wird, dann knallt er einen raus. Er braucht nicht viel. Ja, Nils trainiert aber viel, wie jedes Rennen. Ja, aber ich meine allgemein, auch wenn er jetzt, sagen wir mal, nicht online ist und trainiert. Ich will diese Saison schon abhaken und schon für die neue Saison macht es noch keinen Sinn zu trainieren, weil die Autos anders sich anfühlen werden und anders fahrbar sind. Aber wenn man das Spiel raus ist, fange ich an für Australien zu trainieren. Stand jetzt mal kurz auch da die kleine Info an euch, liebe Zuschauer und auch die Leute, die aus der Liga zugucken. 3.9. ist der Testtag in Barcelona und am 10.9. der Auftakt aus Australien. Und dann könnt ihr euch den dritten Kalender quasi selber ausrechnen. Wird aber noch wahrscheinlich auf der Website, auf der neuen Website, die wir bekommen, veröffentlicht. Ich habe ihn soweit fertig. Bernhard gegen Thomas. In Position 6. Das könnte auch sehr interessant werden. Beide auf Mediums. Oh, der hinter mir da jetzt. Ach, das ist Dennis im Red Bull. Okay. Schaut da, so nah ist Patrick nicht rangekommen. Aber der fährt immer noch auf den Treppchen, ne? Schon mal in dieser Saison auf den Treppchen eigentlich? Ich glaube einmal oder so. Ja, ich glaub, ich weiß, dass es letzte Woche, glaube ich, in Brasilien war. Da ist er Zweiter geworden oder so. Mit einer Einstellung. Oh! Ui, was? Okay. Was passiert? Sagen wir mal, der Patrick hat sich ordentlich gehauen. Patrick fährt auch nur noch auf Inters. Und er provoziert immer noch, sagt, wartet wirklich auf den Regen und fährt so durchzuhalten. Aber wenn das René zu vergessen ist, dann kann er versuchen, so durchzufahren.
Aber die Inters halten das nicht mehr aus. Die werden jetzt schon in der WTV. Die werden ja in drei, also wenn die jetzt auf Inters auf trockener Strecke fahren, ich habe es ausprobiert, bis zu 3 Runden, maximal 4 sind die Reifen sowas von platt. Ja, deswegen sag, Kev, pass auf. Ja, ich weiß, ich muss. Sollst du jetzt schon für Inters zu übergehen? Macht das Sinn? Nein. Meine Reifen sind runter, ich muss wechseln. Versuch so lange es hinaus. Es geht nicht, es sind 71%, die Reifen gehen mir platt. Die plätten, die gehen. Musst du ja jetzt entscheiden. Ich geh rein, das macht keinen Sinn. Nein! Ich war zu schnell, Durchfallstrafe. Oh. Ich hab eigentlich jeder wirklich. Na gut, du kannst jetzt dann Stop erstmal noch abfüllen. Ja, damit war es das, aber er wird auch seinen Durchfallstopp machen. Weil ich gehe jetzt auf Inters. Weil die Reifen waren schon. 2,5. Ja, das ist okay. So. Diejenigen, die jetzt auf Medium sind, die haben natürlich jetzt einen Vorteil. Die können das versuchen durchzuheizen. Ich weiß, dass einer jetzt hinter mir ist. Mir klar. Das ist. Das müsste Marcel sein. Ja, nee, ich war. Nee, es war Marcel. Es war Marcel? Boah, Alter! Die Reifen sind gar nicht fahrbar, der steht auf. Nee, das ist Diego. Diego ist es. Nee, Marcel ist es. Okay. Das macht gar keinen Sinn mit dem Inters. Ich bin auch jetzt gerade sowas von am Rutschen. Nee, Entschuldigung, dann hab ich mich blenden lassen, Entschuldigung. Es war Marcel, Nee, ich hab's gesehen, es war Marcel. Ich hab das Auto ja gesehen, ne? Boah, das macht gar keinen Sinn, wenn so. Die. Komm, die Strecke muss nasser werden, die Strecke muss dringend nasser werden. So, ich glaube Felix. Patrick hat dieses. Oh. Ja, gut. Kannst du knicken mit den Reifen? Ich hab mir nämlich angeschlagen. Ich bin angeschlagen, tatsächlich leicht. Dennis holt sich jetzt was für Reifen. Ich sag's dir. Er holt sich Intermediates. Okay. Er riskiert das auf jeden Fall. Das kann man machen. Jetzt wird gerade auch besser. Ich muss jetzt auch rein nochmal. Ich muss ja meinen Rückhalt. Ja, der Hauptprofiteur ist ganz klar Felix, der zieht deutlich weg. 31 Sekunden von dem Kita. 32, fast 32. Und so, Nils war auch drin. Gut. Bleibt vor Andi, hinter Andi. Ja? Tom war auch drin. Ich wollte eigentlich den fucking Durchfahrtsstrafe machen. Oh nein. Er wechselt. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich doch nochmal rein, weil ich habe jetzt Inters gebracht und jetzt nochmal neuen Flügel dran gebracht. So. Die letzten 5 Runden. Ja. Felix geht in Adafruz rein. Kann auch die Wartezeit gebrauchen. Das ist nicht so schlimm. Ist alles noch im Akzept. Oh, Nikita gegen Diego und Position 2. Das könnte jetzt ein Duell auf Boxen. Boah, Alter! Oh, das wird spannend jetzt. Wer wird Zweiter? Ganz spontan sage ich Diego. Aber wie gesagt, ich gönne es Nikita, klar. Wenn der so ein Ergebnis rausballert. Warte mal, ich sag's dir, wie es ausgeht. Nikita ist jetzt zunächst in der Box. Jetzt schauen wir mal. So, ich sag's euch, dir. Guter Stopp. Nikita hat Diego in der Box überholt. Okay. Damit ist so gesehen Nikita oder Diego auf Position 3. Patrick ist raus, also der war ja auch schon im Rennen raus. Marcel geht jetzt auch rein. Okay, der hatte ja nochmal das Mediums geholt, also der muss jetzt. Och, der muss noch ein bisschen warten. Hat sich gemacht. Ein bisschen warten, aber. Och, da dauert es zu lange hinten links. Ah. Na, aber er bleibt vor Ketters, das ist wichtig. Ich muss rein. Ich muss scheiße. Ich muss mich meinen Durchfahrtsstrafe noch einsetzen, weil sonst werde ich das qualifizieren. Da wäre ich sogar noch 19 oder 20. sogar. Ist nicht noch zu schnell, bitte fahr. Nee, alles gut.
Ich wollte ja, durch, ich wollte ja schon wechseln. Ich wollte ja durch und ich fand es auch immer. Sehr egal, ich bin 14. Das ist mir. Der Abstand ist da vorne, sind 1 Minute 41,5. Also es ist egal, pass auf. Schade, ich fahre mal 8 Sekunden dran. Ich fahre mal ein bisschen mehr in Schlacht. Ich bin dann so eine Scheiße. Oh, Dennis rutscht aber ordentlich. Es könnte doch noch mal spannend werden. Also, oder besser gesagt, Position 2. Thomas geht jetzt rein und holt sich auch irgendwie jetzt. Der war noch nicht drin und ja, muss sich auch diese leichten Regenreifen holen. Genau. Die Frage wird natürlich sein, wo kommt er natürlich raus? Er hat natürlich viel Zeit liegen gelassen, Stop war in Ordnung, okay. Die ist vorbei. Okay. Andi, nee, das passt, okay, dann wird er ja, als Siebter wieder auf die Strecke kommen, das ist okay. Warum geht der Andi nochmal rein? Warum hat er denn. Och komm, nicht. Ja, wahrscheinlich so falsch drauf, wenn du kriegst, deswegen geht er nochmal rein. Das wäre jetzt so ein Rennen jetzt für mich jetzt geworden, von diesem Profitieren. Naja, klar. Dennis wird auf jeden Fall schaffen, durchzukommen. Und jetzt im Position. Was? Da bleib ich mal drauf. Was Diego hat Nikita überholt. Position 3. Wobei, Bernhard ist jetzt auch noch in der Verlosung. Also. So entschieden ist die Sache nicht. Ich hoffe mal nicht, dass Nikita was Unüberlegtes macht, weil ein guter vierter Platz wäre wichtig für das Team McLaren. Naja, es wäre natürlich klar ein guter Sprung für ihn. Für ihn persönlich wäre auf jeden Fall nochmal ein Zeichen. Ja, der will ja auch, der fährt nicht so vor Senia und da will er auf jeden Fall auch sehr gut Ergebnisse liefern. Anfang. Wenn er jetzt schon damit anfängt, klar. Bleibt er da genug Übung? Nikita zeigt sich schon mal. Nein, reicht nicht. Nils jetzt auf 8. Tom auf 9. Übrigens, wenn du Langeweile hast heute Abend noch, ich weiß nicht, wann du pennen gehst, kannst du nochmal bei mir Stream heute Abend reinkriegen. Ich werde noch ein bisschen streamen heute Abend. Dead by Daylight. Wird gleich so okay. Um halb 10, zwischen halb 10 und 10. Oh. So ein bisschen schön, ein bisschen gruseln. Gute Freundin hat mir vorhin angeschrieben, also das ist eine gute Freundin, mit der ich mal Rainbow Six mal gezockt habe. Habe ich eigentlich immer Bock, wer die streamt jetzt auch oder hat sie mir gefragt, ob ich Bock habe dabei zu sein. Diego rutscht aber ordentlich, du, warte mal kurz. Diego rutscht aber, oh Bern, pass auf. Fährt Diego immer noch auf den Trockenreif, auf Medium? Nee, Diego war schon links in der Box, der kämpft ja mit Nikita um Platz 3. Okay. Und Nikita ist sehr dicht dran, also wenn nicht sogar so dicht dran, dass er eine Attacke reiten kann. Also ich traue ihm sogar auch zu, dass er in der letzten Kurve es versuchen würde. Klar. Aber hat er. Ich würde es nicht riskieren an seiner Stelle, weil ein guter dritter Platz, ein guter vierter Platz wäre auch nicht schlecht. Wenn man bedenkt, er hat jetzt Nils hinter sich gelassen, Pili ist nur auf 6. Oh, jetzt ist Nikita sehr gut rausgekommen. Wird er es probieren? Ich würde es nicht probieren an dieser Stelle. Ah, hey, macht er auch nicht. Vernünftig. Oh. Und das Aus von Win. Ach, Win. Das tut mir leid. Das könnte vielleicht ein Safety Car geben. Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Das wäre zumindest 13. Nach der Ascari. Das Auto weggeschmissen. Okay. Das Auto steht aber richtig. Nicht schlecht. Ja. Ich glaube, schade. Ja, das kann sein, dass ich noch eine Position kriege. Wenn ich noch eine Position, wenn ich 13. Das tut mir aber richtig leid. Nikita hat denn Diego jetzt? Okay. Sehr gut. Es geht um Position 3. Ich betone es nochmal. Ich gehe jetzt auf Felix bewusst. Das ist seine letzte Runde. Ja, Felix 2 Rennen nicht da.
Wir wissen nicht, wo er in Hockenheim und in Spa gewesen wäre. Sicherlich Top 3, Top 5 auf jeden Fall. Das können wir schon mal vorweg sagen. Und, oh, das ist noch nicht ausgestanden. Das ist noch nicht ausgestanden zwischen Nikita und Diego. Es geht um nicht mehr als um Platz 3. Und Diego ja, ist Podium. Verdammt dran. Oh, der ist schneller. Der wird es probieren. Nikita weiß schon, wie er sich wehren sollte, aber er sollte... Oh, das war ganz... Oh, Nikita mit dem Verbremsen. Ach! Das war nicht so schön. Nikita, das war natürlich nicht so toll, ihn auf die Linie zu fahren, aber gut, ich werde es gleich noch weitersehen. Ja, Ascari, die letzte gerade noch, ein letztes Mal geradeaus. Danach die letzte Parabolika und dann gewinnt Felix doch souverän. Ja. Paul hat ihm den Sieg geebnet. Gratulation, kann ich nur sagen. Nochmal die Ascari gut mitnehmen. Damit gewinnt Felix sein Liga nach zwei Rennpause. Gewinnt er. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Im Ferrari gewinnt Felix vor Dennis. Und wer wird jetzt Dritter? Nikita oder? Och, Nikita dreht sich. Und Bernhard sagt Dankeschön. An beiden vorbei? Ja. Weil Nikita hat sich gedreht in Ascari. Och, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Und natürlich sagt die Pitti auch natürlich Dankeschön und er hat den fünften Platz noch. Platz 13. Ja, und Bernhard wird, oh, wenn er das nicht jetzt noch wegschmeißt. Uiuiui. Oh, er schmeißt es weg! Er schmeißt es weg! Er schmeißt es noch weg! Nein! Diego Dritter. Oh, Bernhard, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Oh nein. Das tut weh. Das tut richtig weh. Er steht in der letzten Kurve, hat das Auto verloren. Der wird sich richtig, ich denke, der wird jetzt richtig ärgerlich sein. Verärgert sein. Ach, Mann. Ja, Nils profitiert noch am Ende, wird Siebter. Tom wird Achter, damit Rückstand von Tom auf Felix 21 Punkte. Da knallt der Nächste das Auto weg. Habe ich noch so gesehen, aber ich weiß nicht wer. Tom? Tom, ja. Ja. Tom wird damit Achter. Gehen wir mal ins Klassement rein. Felix gewinnt vor Dennis und Diego. Pini 4, Nikita auf der 5. Schade. Thomas auf der 6. Nils wahrscheinlich mit einer dicken Krawatte. Würde ich ihm auch nicht übel nehmen. Auf der 7. Tom auf der 8. Andi auf der 9. Marcel auf der 10. Pechvogel ist für mich ganz klar der Bernhard. In der letzten Kurve auf einen guten dritten Platz. Nur auf der 11 gewählt. Oh, schreib mir. Ja, schön. Schreib mir doch wieder Nachrichten, damit ich das Bild nicht machen kann. Ja, dann. Markus auf der 12, Kev auf der 13, Kellers 14, Patrick auf der 15, Armin auf der 16, Kai auf der 17 und ich auf Position 18. Und das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann in Singapur auf dem Marina Bay Speed Circuit. Haut rein und folgt dem Kevin auch auf YouTube. Bis dahin, eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Ja, bis dann, auch von mir. Dankeschön, du hast es ja schon angekündigt. Ich war ein bisschen gequatscht. Ich habe das Siegerfoto gemacht, also das Foto gemacht und ja, genau. That's it.